Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2013. Der Rob spielt das und wir schreiben die Folge 52 und wir werden heute ein wenig Schnee pflügen. Ja, das war kein Versprecher. Ja, wir legen auch direkt los und gucken mal, was es da zu tun gibt. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Doppeltraktion mit einer Class 37. Zwei Stück an der Zahl. Ich hoffe, ich habe mich da nicht vertan. So. Wir werden auf jeden Fall mal da vorne in die Fairwater Siding fahren, wie es da unten angegeben ist. Kommt wohl kein Text mehr. Nein. Natürlich wieder den Grundfehler gemacht, den Fahrtrichtungsländer nicht zu verlegen. Ich hoffe, wir fahren jetzt auch in die richtige Richtung. Ja, das tun wir. So schnell. Wir müssen jetzt auf jeden Fall da vorne den einen Schneeflug abholen. Professor Dr. Schneeflug, der da hinten schön auf seinem Gleis auf uns wartet. Ja, auch wieder so eine schöne Diesellok. Altes Ding. Wir schon mal ein bisschen bremsen hier. 100% ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, vielleicht auch etwas überbremst, aber in der letzten Folge hat man ja gesehen, Güterverkehr ist nicht so ganz meine Sache. Ich denke, wir werden das schon hinbekommen. Na, jetzt ist aber gut hier. So, wir drehen mal ein bisschen die Kamera. Das ist der Schneeflug, den wir anhängen wollen. So. Stellen Sie Weichen und fahren dann zum Fairwater Yard 7. Dort kuppeln Sie den abgestellten Schneeflug ans Ende Ihrer Formation. Das werden wir machen. Wir gucken uns mal ganz schnell hier den Schneeflug ein bisschen an. So sieht er aus. Hier vorne ist die Kratzkante, die sogenannte Kratzkante, ja. Hier oben wird dann der Schnee vorbeigeführt, der nicht auf die Lok fällt. So. Wir werden mal das Ganze hier umdrehen. Ah, nein. Erst die Bremse lösen, natürlich. So. Können wir mal Licht einschalten, ne? Haben wir jetzt so Licht an? Gucken wir mal. Das ist wichtig. So. Da sind auf jeden Fall sehr starke Loks hier. Man merkt schon, wie schnell da die Geschwindigkeit hochrast. Ein bisschen Gas gibt nur. Auch wieder Schneegestöber. Eine schöne Winterfolge erwartet uns da. Die kleinen Schneekristalle fallen wunderschön zu Boden. Nehmen wir heute etwas Mr. Plow. Ja, sind wir. Wir sind im falschen. Ich möchte nicht, dass wir im falschen. Da drüben steht da und wir sind hier reingefahren. Das geht gar nicht. Ach du Scheiße. Ach doch.
Turbo, ja. Das möchte ich hier mal in den Turbo einlegen. Ah, unser Schneeflug, fliegt schon Schnee. Ganz toll. Ich vergesse die Weiche zu stellen. Das macht aber nichts. Da fahren wir nochmal zurück. Und gucken uns schon mal den Schneeflug an, wie er Schnee flügt. Ja. So sieht's aus, Kinder. So. Dieser Lok müssen wir drüber kommen. Diese Weiche müssen wir umstellen. Na, wo ist sie? Hier. Klack. Stimmt das überhaupt? Nee, das stimmt doch gar nicht. Nee, wir machen es in der Karte, das ist einfacher. Und fange ich mir hier wieder irgendeinen Scheiß ein. Das ist nicht gut. So, so. Blauer Strich geht darüber. Aha, da müssen wir die noch verstellen. So. Jetzt stimmt es. Dann drehen wir hier mal um. Lösen die Bremse. Und fahren los. Ich will schon ein bisschen Gas geben hier. Wir den zweiten Schneeflug noch angehängt kriegen. Das geht ja gar nicht, ja. Das geht ja gar nicht. Etwas im Verzug jetzt. Schon was langsamer. Ist der eigentlich zu übervorsichtig? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich ein bisschen viel gebremst. Die geht auch nicht so gut hier. So. Sie können jetzt auf die Hauptstrecke Richtung Exeter fahren. Versichern Sie sich vorher, dass alle Weichen korrekt gestellt sind. Ja, das werden wir machen. So, auf die Hauptstrecke. Da ist auf jeden Fall was falsch gestellt. Machen wir es mal so. Ist das hier richtig? Ja. So, jetzt sollte es gelingen. Mountain West Relief, ja. Sollte ja die Hauptstrecke sein, ja. Der blaue. Ja, ja, ist alles gut. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir in den richtigen Führerstand hier reinkommen. Das ist der falsche. Ja. Hä? Wieso? Ich verstehe das nicht. Ach so, das ist, ja. Das ist hier der Schneeflug. Na gut, dann fahren wir auf jeden Fall mal in diese Richtung. Lösen die Bremse. Das ist richtig angelegt hier. Klack, 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 alles gut.
verstehe das nicht. Naja, gut. Irgendwie haben wir es doch noch geschafft, hier loszukommen. Meine Fresse. Wie kann man so paddelig sein? In dem kleinen Häuschen hier vorne sitzt der Bahnwärter, der die Züge bewacht des Nachts. Hat da einen kleinen Flachbildfernseher. Sieht auf jeden Fall super geil aus. Das muss ich mal angucken hier. Haha, wie es spritzt. Ein bisschen schnell. Ich hoffe, wir verunglücken jetzt nicht auf den ersten 200 Meter. So räumt man Schnee, ja? Soll uns mal jemand nachmachen. Jetzt werden wir auf jeden Fall 40 fahren. Man sieht schon, der Schneeflug. Wirft den Krempel auch wirklich weit weg. Da hinten blinkt er. Schön. So. Oh, wir sind ein bisschen, Scheiße. Viel zu schnell gewesen gerade. Jetzt können wir wieder beschleunigen. Jetzt geht's auch richtig ab hier. Sagte ich das eigentlich, dass wir auf der Strecke Bristol to Exeter sind? Eine englische Strecke im Südwesten Englands. Die werden wir jetzt mal schön abfahren. Also ich glaube nicht komplett, aber... Geil. Fällt der Schnee auf uns herab. So muss es sein. Um mehr Signale zu sehen, muss man aber auch schon als Lokführer irgendwie auf der Lok stehen oder so. Das lösen möchte ich mal gerne wissen. Darf man überhaupt mit dem Schneeflug vorne dran so schnell fahren? Ich weiß es nicht. Ist ja jetzt mal nichts anderes angegeben, ne? So sieht es von innen aus. Wir können auch mal die Scheibenwischer anmachen, aber... nützt halt nichts. Also mit der Class 37 müssen wir auch mal ein schönes eigenes Szenario machen. Oh, keine nackten Lichter hier in der Lok. Da muss man aufpassen. Nur angezogene. Schön. Wir fräsen uns mal hier durch die verschneite Schneelandschaft. Jetzt mal, ob das Ding auch wieder aufgeht. Oh! Schön. Wie es knarrt. Gut. Wir geben hier volle Pulle Gas. Ich kann ja mal auch mal in der Class 37 gucken, ob die hier irgendwo Speed 80. Das ist aber doof.
Max Speed 80. Na gut, na gut. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass man hier nicht mit dem Kopf irgendwo anstößt. An der Seite ist es sehr flach. Separate Scheibendächer. Mein Gott, wenn man da so mit lang knallt, das ist ja schon krass. Schnee einfach wegfegt. Wunderschön. Wunderschön. Ich habe das Szenario auch etwas... Ach, mein Kopf. Das Szenario etwas bearbeitet, sodass etwas... später am Tag ist sozusagen. Es war nämlich noch früher. Und da war es sehr dunkel. Da habe ich mir gedacht, nein. Darum vielleicht auch die Farbe des Himmels etwas komisch. Also sonst sieht man ja nichts. 6 Uhr morgens um die Jahreszeit, ne? Alles dunkel. Sieht man die Hand vor Augen nicht. Geschweige denn einen Schneeflug. Und einen Schneeflug wollen wir in dieser in dem Szenario auch wirklich mal sehen. Den gibt es übrigens kostenlos bei Just Trains. Zum Herunterladen für eigene Szenarios vielleicht. Wenn man möchte. Ich fand auf jeden Fall, es war eine witzige Idee. Habe ich auch bei railsim.de gelesen. Im Forum. Da hatte jemand nach einem Schneeflug gefragt. Ich dachte schon so, ja, also gibt's doch bestimmt nicht. Und dann sagte einer, doch, den gibt's. Muss ich natürlich sofort ausprobieren, weil ich ein absoluter Schneeflug-Fan bin. Gibt's eigentlich einen Schneeflug-Simulator? Das wäre auch noch was man da spielen könnte. Darf man aber auch nicht daneben stehen, ne? Fahren wir ja steil den Berg hoch. Oh Gott. Also hier die Signale zu erkennen ist auch, das dachte ich ja bereits. Schon eher Zufall, wenn man dann richtig hält. Vielleicht darf man auch wirklich nicht so schnell fahren. Ich fahre ja wahrscheinlich hier viel zu schnell. Aber man darf 100. Ja, ich bin da ganz blauäugig. Ja, schön. Die Strecke ist frei. Dem Kopf gegen die Brücke. Das ist nicht schön. Aber ich komme hier nicht tiefer. Nein. Ah, das ging ja noch. Ja. Die ganzen Häuser werden... Hausbesitzer werden sich wundern, wenn sie am nächsten Tag dann tollenweise Schnee vor ihrem Haus finden. Dass sie hier mit unserem Schneeflug von der Strecke gefegt haben. Direkt vor die Häuser der Leute. Schön. Extra St. Thomas ist der nächste Halt.
18 Meilen. Das ist ja noch ein ganz schönes Stückchen. Ein Wintermärchen. Wie er davon stiegt. Ah, hier vorne ist ja eigentlich gar kein Schnee, ne? Naja, der saugt den an. Ja, der saugt den an. Sehr lustiges Teil auf jeden Fall. Hier mal durch den Bahnhof. Die Frau wird völlig, ja? Also, mein Gott. Da ist der AWS-Tast auf jeden Fall. Was ist das hier? Instrument-Dimmer. Geht nicht. Headlight. Engine Start haben wir gemacht. Engine Stop haben wir gemacht. Sandbar. Was ist das hier unten? Engine stopped. Wheel slip und fault. Ja, kurz auf die Instrumente. Ja, guck mal die Spule von dem Zeigerinstrument. Sehr schön. Oh, jetzt kommen wir langsam hier in bewohntes Gebiet. Muss natürlich auch mal auf den Schienen Schnee geräumt werden, ganz klar. Schon stylisch aus, das Ding. Der vorne hat aber keine Lampe dran, ne? Ist wahrscheinlich Vorder- und Hinterteil, oder wie sieht das aus? Ich muss das mal ganz genau an hier. So wunderschönen Partikeleffekte. Was steht denn hier? ZZA. Car weight 32 Tonnen. Network Rail. Warning. Offset Access. Overhead Live Wires. Overhead Live Wires. Ah ja, okay. Max Speed 45. Oh. Ja, jetzt haben wir aber nicht das dann jetzt kaputt gemacht haben. Max Speed 45. Ist ja schrecklich. Er ist jetzt bemerkt. Das läuft ja gerade so gut. Wirklich weit, ne? Fast bis auf die Autobahn. Nicht, dass wir damit eine Schneelawine auflösen und auslösen und auf die knallt dann auf die Autobahn. Wäre nicht schön. Verschwinden auch die Autos. Wir geben einfach weiter Gas.
wichtiges Teil auf jeden Fall. Ja, grün ist es überall, ne? Das ist schon mal schön. Noch so Spoiler angebracht, ne? Ring von Spoiler. Doppelter Geschwindigkeit geht das noch gut. Was ist das für ein Haus? Das wollte ich doch schon mal immer mal erfahren. Was hier für Häuschen sind. Was ist denn da drin? Gucken mal. Nix. Ein Busch. Ja. Weichenheizung oder was? Ja, hier gibt es ja auch keine Weiche. Hm. Na gut. Ist gar nicht mehr so viel Schnee, was? Hier reißt der Schneesturm Strom schon manchmal ab. Sieht auf jeden Fall so aus wie dieser Zug von. Wie heißt es nochmal? Der Wüstenplanet. Von. Diesem Regisseur. Der auch. Wie heißt der denn nochmal? Mir fällt es jetzt nicht ein. Der auch Odyssee im Weltraum gedreht hat. Also 2001 Odyssee im Weltraum. Der fällt mir nachher noch ein. So sieht das Teil auf jeden Fall von vorne aus. Da kommen nachher irgendwie so Typen auch mit so einem Zug rein. Und der von vorne sieht der ungefähr so aus wie dieses Ding. Also nicht so spitz, aber auch so brachial sozusagen. Hier gibt es ja Überlandleitung. Wie schön. Ach. Ganz besonderes Highlight. Gucken wir uns direkt mal an. Wie der Schnee fällt, ne? Oh. Fast schon umgekippt hier. Ganz schief. Drehbäume. Komische Drehbäume. Und der Schneeflug. Wir stellen uns mal hier auf die Brücke. Achten mal auf den Schneeflug. Hallo. Alle sind auf jeden Fall alle grün. Das ist wunderschön. Ja. Schneebedeckte Häuser. Schön. Ein Tässchen Tee trinken. Schwarze Tee habe ich mitgebracht. Da hinten. Ich müsste ja eigentlich auch sowas wie ein Stuhl. Gibt es ja kein Fach für den Lokführer, wo der mal
was zu essen reintun kann. Oh, Control for the Locomotive Horn. Was mag das wohl sein? Ach so. Wir haben auch schon leichte Gebrauchsspuren. Ich hier aber jetzt mal. Da müssen wir aber jetzt mal ein bisschen bremsen hier. Mein Gott, das hat mich ja jetzt gerade aus meinem... Ja. 65. Komm ganz knapp über die Brücke drüber, ja. Da vorne ist 30. Nicht so stark bremsen. Exeter St. Thomas sollen wir halten. Das ist ja ein hinter Davids. Einfach mal ein bisschen ausrollen hier. In Exeter. Wollen wir auf jeden Fall mal ein bisschen runter. Auf 30. Geilen Gasschühe, die diese Lok von sich gibt. Gucken wir mal hier, wie man hier am Bahnsteig steht. Nur mit 30 vorbeigefahren. Alles wird weiß, ja. Wird weiß. Oh, 25. Wer kam das denn jetzt? Ja, das stimmt mit euch nicht. Ja, wieder Gas geben. Schieben wir hier mal schön den Schneeflug Richtung St. Thomas. Das scheint auf jeden Fall schon mal eine relativ große Stadt zu sein. Mehrere Halte. Ein Häusermeer. So,
Hier halten wir jetzt mal. Geil. Ziehen wir vor zum Umkehrpunkt Exeter St. Thomas South Reverse. Ja, das werden wir natürlich machen. Grün ist es. Die Bremsen werden gelöst. Gut. Geben mal Gas. Es spritzt. Brauchen wir gar nicht so schnell zu fahren. Geräusche mit dem Schnee, ne? Geil. Fehlt mir. So. Da sind wir auch schon. Exeter Reverse. So. Ich hoffe, wir sind jetzt auch. Da, Blinklicht, wie süß. Wahrscheinlich jetzt da rüberfahren. Fahren wir nun zurück zu Exeter West Depot. Ein Highspeed-Train Richtung Osten, welcher Ihnen seit Taunton gefolgt ist, muss jetzt passieren. Fahren Sie also bitte nicht schneller als 5, bis der Zug an Ihnen vorbeigefahren ist. Da ansonsten zu viel Schnee auf den HST geweht wird. Ah, gut. Exeter West, wo ist das jetzt? Dahin? Okay. West Depot. Da fahren wir also nicht mehr als 5. Richtung, ne? Ich hoffe, wir fahren jetzt nicht zu schnell. Ich meine, überhaupt in die richtige Richtung. Ich muss das noch mal ganz kurz kontrollieren. Die Richtung. Nicht mehr als 5. Okay, da fängt schon an, ne? Ja, ja, ja. Das wollte der Fahrdienstleiter ja gar nicht. Ich hoffe, der kommt jetzt auch gleich. Ja, völlig im falschen Führerstand hier. So. Das ist der richtige. Wieso kann man dann nicht mehr in den richtigen Führerschein wechseln? Ich verstehe das nicht. Ja gut. Ich fahre mal ganz langsam hier. Damit wir den Hochgeschwindigkeitszug nicht beschmutzen. Ja,
müsste jetzt irgendwann kommen, oder meine ich halt nur. Ich stehe ihn wieder. Ich sehe da überhaupt nichts. Ach, da ist er doch. Wie schön. Was ist der denn? Express 1W, na gut. Oh. Da vorne ist noch einer vor uns. So, auf jeden Fall wieder Gas geben. Vorne vor dem Signal müssen wir auf jeden Fall anhalten. Ne, müssen wir gar nicht. Wieder Gas geben, ein bisschen. Darf auf jeden Fall nur noch 15 gefahren werden. So. Haben wir auch fast zu Ende gefegt hier. Schön die Strecke mal frei gemacht. Wunderschön. Da wird unser Szenario, denke ich mal, auch gleich zu Ende sein, wenn wir im Depot sind. Und ja. Wenn ihr irgendwas zu kommentieren habt, wenn ihr da Fragen, Anregungen, Kritik habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun oder auf Facebook. Die Links oder den Link zu Facebook findet ihr zum Beispiel in der Videobeschreibung. Ich freue mich immer, wenn da Kritik kommt, wenn sie denn sachlich ist. Jeden Fall. So. Da sind wir auch am Ende. Wir bleiben mal hier stehen. Gucke mal am anderen Ende. Nach dem anderen Schneeflug. Ja. Das war ja wirklich toll. Machen wir noch kurz ein Foto. Mit dem Schneeflug. Also von hier. So. Wunderschön. Gut gemacht, Fahrer. Sie können jetzt erst einmal in die Cafeteria gehen und sich an einer heißen Tasse Tee aufwärmen. Ja, das ist wunderschön. Ja. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wenn das so ist, könnt ihr mich auch gerne weiterempfehlen. Oder halt eure Kommentare schreiben bei Facebook oder unter dem Video, wie gesagt. Ich verabschiede mich. Der Rob sagt Tschüss.